Wie ist die Lage? 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 Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Schauspielerin Marion Kracht. Ahoi Marion. Ahoi Lars. Liebe Marion, wie wichtig ist dir guter Schlaf? Guter Schlaf ist sau wichtig. Also vor allen Dingen für meine Umwelt. Also für die Menschen um mich rum. Weil wenn ich nicht gut geschlafen habe, dann bin ich nicht wirklich gut drauf. Und vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie, ich weiß ja nicht, ob du das kennst, aber Horrorträume hat oder sowas, dann ist es irgendwie, also manche Träume sind ja irgendwie so, dass man denkt, die sind real, oder? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das. Dann wache ich morgens auf und denke mir so, holla die Waldfee, war das jetzt, bin ich schon wach, war das jetzt echt oder nicht? Ich weiß gar nicht, wie oft das vorkommt. Ich glaube, hoffentlich vergisst man Albträume auch schnell, aber tatsächlich so 2-3 Mal im Jahr denke ich so, ich werde von irgendjemandem gefressen oder erschossen oder was auch immer. Aber tatsächlich habe ich heute irgendwie was Merkwürdiges geträumt. Ich habe tatsächlich mit einer Freundin auf dem Flohmarkt gesessen und Panini-Bilder verkauft. Und der Drummer der Ärzte, Bela B., ist vorbeigekommen und hat gesagt, Mensch, die sind so toll, geh doch bitte damit in ein Museum oder in eine Galerie und verkauft das als Kunst. Es war wirklich so, es war so eine komische Gemengelage, dass ich hinterher mich nur köstlich amüsiert habe, weil überhaupt gar nichts zueinander passte. Weil Panini-Alben auf dem Flohmarkt verkaufen, ich schon mal gar nicht. Also ich sammle Panini natürlich, alleine aufgrund meines Freundes Oliver Wurm, aber auf den Flohmarkt gehe ich nicht. Aber sag mal, wie wichtig ist denn der Schlaf im Sinne von für deine Umwelt? Bist du morgenmuffelig oder geht es vor allen Dingen um zu wenig Schlaf? Na, eigentlich bin ich eben kein Morgenmuffel, aber wenn ich nicht geschlafen habe, dann bin ich irgendwie, also ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren und dann bin ich echt ein Morgenmuffel. Also dann darf man mir schon gar keine Frage stellen, weil dann weiß ich irgendwie gar nichts rein. Also naja, ich stelle dir Fragen und ich habe das Gefühl, du hast heute genug geschlafen. Ich habe heute genug geschlafen, genau. Und bist du dann eher eine Nachteule oder bist du jemand, die eher früh aufsteht? Also ich bin eher eine Nachteule. Also ja. Ich bin ja schon jemand, also gerade wenn ich irgendwie Theater spiele oder so, dann komme ich ja abends überhaupt nicht mehr ins Bett, weil ich habe gerade Proben im Schillertheater hier in Berlin und dann, wenn du dann irgendwann spielst, dann das dauert irgendwie, bis die Maschine runtergefahren ist und dann ist also mit früh aufstehen ist richtig scheiße. Beim Drehen ist es natürlich so, dass du früh aufstehen musst. Dann ist ja manchmal so Abholung 6.30 Uhr. Ganz böse für mich. Das geht überhaupt gar nicht. Alles von 9 ist mal schwierig. Film gemacht, geschlafen übrigens. Ja. Der läuft jetzt auch in den Kinos. Und da war es Gott sei Dank immer so, dass eine ganze Menge Nachtdreh war. Und da war ich dann in meinem Element. Das war dann richtig für mich von der Zeit her. Das war natürlich so ein bisschen die Brücke. Irgendwie habe ich das ja mitbekommen, dass da was mit Schlaf ist. Sag mal, das soll ja ein Horrorfilm sein. Also es ist, du hast ja da von den Albträumen auch schon gesprochen. Also als gute Schauspielerin mit Handwerk kannst du dich natürlich da ganz wunderbar immer wieder von loslösen. Aber ist das dann tatsächlich so, dass man vom Set wegfährt und das dann hinter sich lässt? Weil es ist ja schon auch in eine Rolle fallen lassen, bedeutet ja auch, sich einfach Gedanken darüber zu machen, wie böse man da gerade ist. Naja, ich war ja nicht wirklich böse oder ich bin nicht wirklich böse. Aber mysteriös. Naja, man weiß nicht so recht, was ist denn eigentlich mit der? Mhm. Und das Drehen war einfach super geil. Das hat wahnsinnigen Spaß gemacht mit dem Regisseur Michael Venus, der auch mit das Buch geschrieben hat. Und es war eher so, dass wir alle am Drehort immer gedacht haben, oh Gott,
oh Gott, das ist ja so spannend, das können wir uns ja gar nicht angucken nachher, weil das so spannend ist. Also wir hatten eigentlich wahnsinnigen Spaß dabei und ich durfte ja in meiner Karriere nicht oft böse sein, weil Blonde ja im deutschen Fernsehen selten böse sind. Und oder sie wären Nachrichtensprecherin, früher war das tatsächlich oder so. Ja so, ne? und deswegen hat das natürlich tierischen Spaß gemacht, dass das so eine merkwürdige Figur ist, so eine Hoteliersfrau, wo man hinfährt und dann, wir haben ja auch an so einem Lost Place gedreht, also dieser Ort an sich, der war schon echt ein bisschen spooky, das muss ich wirklich sagen, aber weil, um darauf zurückzukommen, weil wir so einen Spaß hatten, war es dann schon so, dass ich das gut abschütteln konnte und dann gut schlafen konnte. Na Gott sei Dank. Ja. Du hast das ja, ich habe das ja schon gesagt, du hast eine sehr lange Fernsehkarriere auch schon hinter dir, hast zwischendurch sehr viel Theater gemacht. Ich habe dich quasi kennengelernt als Tina Drombusch. Bin ich jetzt der Erste seit 5 Jahren, der dich darauf anspricht oder wie sehr verfolgt einen so eine Rolle? Die ja jetzt nicht wie so eine Lindenstraßenrolle jetzt über 10 Jahre lief, sondern ich weiß gar nicht, wie lang ging die Serie? Naja, es war schon so, also das, was du so sagst, so, du hast mich begleitet in meinem Leben oder so, weil ich auch jung war und dann, das war ich schon so häufig, weil man muss ja sich vorstellen, damals gab es ja überhaupt kein, was weiß ich, RTL. Keine Alternative. Und wir hatten ja Einschaltquoten 62%, das glaube ich, gibt es heute nur noch beim Fußball-WM oder irgend sowas, ja. Mhm. Und deswegen war das einfach in aller Munde. Und das ging schon über viele, viele Jahre. Aber wir haben tatsächlich nur alle 2 Jahre 6 Folgen gedreht. Mehr war das nicht. Also das war nicht so wie Lindenstraße in der Endlosserie, sondern alle 2 Jahre 6 Folgen. Mehr haben wir nicht gemacht. Aber halt über 10 Jahre oder 15 oder sowas. Ui. Oh, das hätte ich aber jetzt auch nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Meine Güte. So, und auf einmal tauchtest du dann für mich zumindest in meiner kleinen Fernsehwelt bei Babylon Berlin auf. Und dann wirst du für den Deutschen Filmpreis nominiert. Es läuft ja irgendwie doch richtig gut in den letzten Jahren, ne? Also dazwischen war ein bisschen was noch, Gott sei Dank. Sonst hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, dann hätte ich Schwierigkeiten bekommen. Also, aber Babylon Berlin war eben, weil ich auf der Bühne Gottesvergessene Kinder gespielt habe und die Gebärdensprache konnte. Und dann habe ich eben da die Gehörlose gespielt in Babylon Berlin. Und ja, und jetzt ist Schlaf und diese wunderbare Nominierung für den Deutschen Schauspielpreis, die mir sehr viel bedeutet hat, weil die ja von Schauspielern für Schauspieler ist. Und das ist natürlich ein Ritterschlag. Und da das hat mir tierisch Spaß gemacht. Und jetzt drehe ich auch schon wieder einen Usedom-Krimi, den ich auch bekommen habe, weil ich eben Schlaf gemacht habe und Babylon Berlin. Und man mich jetzt langsam für die merkwürdigen Figuren entdeckt hat, um es mal so zu sagen. Es gab früher immer die Befürchtung, ich habe ja früher auch als Schauspielagent gearbeitet, dass dann Frauen so ab Mitte 40 gibt es dann einfach erstmal irgendwie keine Rollen oder keinen Bedarf oder keine Nachfrage. Bei dir sieht das aber gerade anders aus. Hat sich die Fernsehlandschaft verändert irgendwie oder ist das vielleicht einfach dann auch so, dass die Leute sagen, oh, die hat Babylon Berlin gemacht, dann muss sie ja gut sein. Also das ist schon noch so, wenn man den Fernseher einschaltet, dass Frauen, sagen wir mal, um die 50 oder über 50 eher selten zu sehen sind. Das ist schon so, aber ich habe im Moment das echt große Glück, dass das bei mir gerade super abgeht. Und aber in diesem Beruf, wenn man Freiberufler ist, das geht ja allen so, Musikern, Schauspielern etc., dann gibt es immer so Wellen, wo du alles gleichzeitig machen sollst und kannst und Angebote hast. Und dann ist wieder irgendwie Talfahrt, wo eher weniger ist. Und bei mir ist es natürlich gut, weil ich auch immer Theater spiele. So sitze ich nicht immer zu Hause und warte. Das ist dann wahrscheinlich auch für meine Psyche, für meinen Schlaf viel besser.
um dieses Thema Schlaf weiter zu entwickeln zwischen uns beiden. Wie sehr lässt sich denn die drohende Verschärfung der Krise jetzt so schlafen? Also auf der einen Seite, deine persönliche Karriere funktioniert gerade sehr, sehr gut, zumindest nach außen hin. Man weiß ja immer nicht, wie es dann auch sonst so funktioniert, aber ich hoffe, du kriegst reichlich Bezahlung dafür und so. Und auf der anderen Seite ist der allgemeine Zustand eher nicht. Das heißt, Kultur tief in der Krise, auch Theater droht jetzt wahrscheinlich wieder die Schließung und so weiter. Ist da in dir auch mehr Gelassenheit als früher, als junger Mensch, oder wie blickst du da drauf? Ja, schon. Also natürlich, erstmal kenne ich natürlich einfach Phasen, wo man mal monatelang nichts zu tun hat. Das ist eben so. Und natürlich, als der Lockdown kam im Frühjahr, da war das, betraf uns das ja einfach alle Menschen, alle. Und ich versuche da einfach, ja, das Beste draus zu machen für mich persönlich. Also da positiv dran zu bleiben und zu sagen, hey, reiß dich zusammen, trag immer eine Maske, halte dich an die Regeln, lalala. Weil gerade unsere ganzen Berufe einfach wahnsinnig davon abhängen, dass wir eben keinen Lockdown haben und dass wir weitermachen können, abgesehen natürlich von der Gesundheit der Menschen. Ja, das ist ja klar. Aber ich denke schon, dass ich da gelassener bin und ich finde, dass die ganz alten Leute und die Jungen, also jetzt meine Kids zum Beispiel, so Teenager, die leiden, glaube ich, besonders unter dieser Corona-Krise. Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass es einfacher ist zu erkennen, dass es irgendwie alle betrifft und dass wir alle natürlich eine Verantwortung haben, dass wir irgendwie gegen die Krise ankämpfen. Das bedeutet eher dann doch wegbleiben, ne? Also so wie die Bundeskanzlerin das ja auch schon gesagt hat, Kontakte minimieren. Wenn dann jetzt tatsächlich gerade der Film im Kino läuft, ist das natürlich keine schöne Sache, dass die Leute dann vielleicht nicht ins Kino gehen. Aber es gibt natürlich auch nochmal andere Aspekte im Leben als den Erfolg eines Films, ne? Das ist schon richtig, wobei ich kenne jetzt niemanden, der, weil ich glaube, dass die Theater und die Kinos, ich habe ja auch in den Kammerspielen in Hamburg gespielt und wir haben so peinlichst darauf geachtet und die Lüftungsanlage lief auf Hochtouren und es waren totale Abstände zwischen den Leuten und also die sind ja gerade im kulturellen Bereich unheimlich strikt, die Regeln, zu Recht, ja, zu Recht. Aber es die Ansteckungen sind halt zu Hause, Partytime. Und ich habe Anfang Dezember Geburtstag und mache eigentlich immer eine Party, weil mein Mann am selben Tag Geburtstag hat wie ich. Och. Ja, das fällt natürlich war dieses Jahr. War das ein Kriterium? Nein. Nee, war kein Kriterium. Also, wir haben am gleichen Tag, nicht am selben. Aber das fällt eben aus. Also das heißt, Privatkontakte sind halt wirklich total runtergefahren und irgendwelche Partys zu Hause und Umarmung. Viele Leute kommen auch, wollen mich umarmen. Da sage ich, nee, geht nicht. Tut mir leid, auf Distanz. Also, ich bin fast erschrocken, wenn Leute mir die Hand geben wollen. Ja, also, Als mein Friseur mich angefasst hat, habe ich gesagt, mein Gott, ein anderer Mann, der mir an den Kopf fasst, außer mein eigener. Liebe Marion, es war wirklich toll, mit dir zu sprechen. Ich bin froh, dass du sehr gut geschlafen hast und ich wünsche dir das natürlich auch für die nächsten Tage. Ich wünsche dir maximalen Erfolg für den Film, alleine schon, weil es eine meiner Lieblingsproduzentinnen, Verena Gräfe-Hüft, verantwortet. Ja. Und es insofern ist wirklich ein geiler Film. Also man muss es sagen, er ist spannend und ich bin so froh, dass ich da dabei sein durfte. Er ist wirklich super. Na, das war nochmal ein gutes Plädoyer. Ja. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, zumindest dann wieder hören bei einem der nächsten Projekte und vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal 40 Jahre Dropbusch-Jubiläum, damit ich nochmal in die Jugend einkehre und du auch. In diesem Sinne, einen wunderbaren Tag und Ahoi. Ahoi, dir auch. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.